girl is important. So, ein weiterer Fail-Versuch von mir, Hitman Absolution zu meistern. Schleichen ist nicht mein Forte. Ich bin schon x-mal aufgeflogen von irgendwelchen Leuten niedergeschossen worden. It's not working. Entweder stelle ich mich zu blöd an oder ich bin einfach nicht gemacht für so Art von Spiele. Na gut, also ich weiß auf jeden Fall, ich kann nicht einfach jetzt rechts um die Ecke und den Polizisten da hinten, na wo ist er denn? Den da hinten, genau den. Den kann ich nicht einfach niederballern. Geht nicht. Und den muss ich töten. Das ist mein Auftrag. So. Hello. Birdie, we need to meet. Your actions precede you, my man. Yeah, I gotta say, I admire a man with courage. Der da oben scheint auch so ein Drogendealer zu sein. I'm guessing you're in need of some information, and I just might be willing to play ball. But first, I got a favor to ask. You listening? Mal gucken, ob das hier funktioniert. See, this is local upstart calling himself the King of Chinatown. Not exactly the understated type. I would really like him to hand in his resignation, if you catch my drift. Gucken, nicht, dass der jetzt gleich kommt. Okay, noch nicht. Schnell rein mit ihm. Resides at the pagoda in the center of town, where a unit of 30 cops guard his every move. He rarely leaves the crowd except to meet up with his dealer in a pad overlooking the square. Das steht immer noch da. Gut, got a slanky European ride parked in a nearby alley, and that's all I got, Holmes. So, call me back when you're done. Got it. Oh, scheint mal was zu klappen. So, wohin mit ihm? Ja, packt man da rein. Muss ja auch schön aufräumen. So, kurz mal verkleiden. Jetzt, was können wir machen? Genau, wir gehen mal runter zu ihm und sprechen mit ihm. Mal nicht auf die Rabiat-Methode das machen. Sondern wir ziehen jetzt alle Register, die wir aus Metal Gear Solid gelernt haben. Und da habe ich ja auch kläglich versagt. Jetzt schauen wir mal, ob der mit uns redet, ob wir an der Security vorbeikomme. Ah ja, wir kommen vorbei. Yo, what's up? Birdie, okay. Once the agency's top intelligence man, in order to protect the girl, I need him as my eyes and ears. But his services won't come cheap. This man is a merchant, quid pro quo. Oh, das scheint ja auch mal zu funktionieren. To recruit him, I must first take out his business rival. Jetzt gehe ich hoch und dann gehört er mir. Chinatown has to die. Was er nämlich nicht weiß, ich okay. Und gleich mitgenommen. Wir haben nämlich da oben noch Platz für einen. Ich glaube, ich schaff's sogar.
Und jetzt zum Ausgang. Aber ich kann mal kurz überprüfen, ob ich schon alles erledigt habe. Ja, alles erledigt. Über F1 kann ich nämlich schauen, was ich alles für Aufgaben habe, beziehungsweise was ich als nächstes machen muss. Ja, sieht gut aus. Ja. Ja. Läuft gut, läuft, läuft. Schön an denen vorbeilaufen. Ganz unauffällig. Und ich bin draußen. Und ja, ich habe die Mission geschafft, nachdem ich sie 10-mal gemacht habe. Großartig. Ja, der Taubenflüsterer. Der wird uns sicher noch verraten. Ich spür's. Yeah. Also man sieht's auch. Das war's für heute mit Hitman Absolution. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Teil wieder dabei, wenn ich als moderner Cosplayer durch die Gegend ziehe. Bis dann, euer Haggy.